Wir haben natürlich gemeinsame außenpolitische Herausforderungen und auch eine gemeinsame Agenda in Europa. Deshalb hat auch das Thema der Flüchtlingsbewegung natürlich heute eine Rolle bei unserem Gespräch gespielt. Wir haben seit Herbst des vergangenen Jahres die Route des westlichen Balkans, wie es ja umgangssprachlich heißt, ja auch immer wieder intensiv diskutiert. Und ich habe meinerseits nochmal deutlich gemacht, dass die Bundesrepublik Deutschland unterstützt das, was wir auch im letzten EU-Rat beschlossen haben am 18. Februar, dass wir Schengen wieder einführen wollen, dass wir die Politik des Durchwinkens beenden wollen, dass es kein Recht von Asylbewerbern gibt, sich das Land auszusuchen, in dem man in Europa Asyl beantragt. Und dass wir gleichzeitig eine Priorität auf die EU-Türkei-Agenda setzen, dass wir gemeinsam, wir 28, die unsere Außengrenze schützen wollen und dass wir natürlich im Augenblick, in der augenblicklichen Situation, wo all das noch nicht 100% in Kraft ist, darauf achten müssen, dass kein Land überbeansprucht wird. Und so haben wir natürlich auch über die Situation in Griechenland gesprochen und darüber, dass wir diese Wiedereinführung des Funktionierens von Schengen, dann auch, dass wir der näher kommen müssen bei unserer nächsten Begegnung. Und da wird in den nächsten Tagen noch viel Arbeit zu leisten sein.